Von ungeboren bis schon tot. Manche. Patrick hat Offenbarungen, da bin ich noch nicht so weit. Danke. Hammer, alles gut. Ja, schön euch zu sehen. Frohe Ostern auch nochmal hier von mir, auch über Livestream. Schön, dass ihr gekommen seid und dabei seid. Ha, wow. Auch nochmal, hey, ihr das ganz erste Mal da seid. Herzlich willkommen von mir nochmal, richtig stark, dass ihr euch reingetraut habt in die heiligen Hallen. Richtig gut. Wir haben Ostern. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so, doch, ich darf, ich bin ja der Pastor, ich habe das Mikro. Wir haben ja kein Kreuz hier, wenn du dich wunderst, das ist nicht Absicht oder irgendwie so. Aber was ich sagen muss, ist, in dieser Gemeinde ist das Kreuz immer da. Ja, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber das Kreuz ist immer da. Du kannst in ein Gebäude gehen, wo zig Kreuze sind und Jesus ist trotzdem nicht drin, weil Jesus ist nicht da, weil ein Kreuz an der Wand hängt. Jesus ist da, weil man das glaubt, was am Kreuz passiert ist. Und das ist, was hier geglaubt wird. Amen. Also, falls sich jemand Sorgen macht, das macht die Salbung nicht stärker, ob ein Kreuz an der Wand hängt oder nicht. Amen. Sondern ob wir daran glauben, was dort passiert ist. Und darüber würde ich gerne mit euch ein bisschen reden heute. Weil es ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsmessages und deswegen ist es auch so schwer für mich tatsächlich, da mir irgendwas zu aufzuschreiben, weil es ist so groß, es ist so viel, dass jeden Sonntag könnte man darüber reden bis in die Ewigkeit rein, richtig? Weil das bedeutet, die Bedeutung des Kreuzes ist einfach unglaublich. Es ist so gewaltig, welche Weisheit Gottes da drin steckt, wie niemand sich das jemals hätte ausdenken können, richtig? Wenn man irgendwie denkt, Gott muss sich zeigen, dann denkt jeder, ja, Gott zeigt sich, indem er irgendwie auf den Tisch haut, indem er irgendwie krass ist, indem er irgendwie allen zeigt, dass er der Größte ist und dass er irgendwas kaputt macht oder irgendjemanden zeigt, hey, ne, hallo hier, ich bin da und so weiter. Und was er gewählt hat, ist das ganze Gegenteil. Er wurde Mensch, wurde einer von uns, ging an ein Kreuz, starb für unsere Schuld, einen grausamen Tod und ist auferstanden. Und jetzt jeder, der daran glaubt, ist erlöst und gerettet. Ich meine, come on, das ist eigentlich, man könnte sagen, ist es alles? Ich meine, so simpel kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Ich muss doch als Mensch irgendwas tun, ich muss doch irgendwas machen. Und du kannst nichts machen, außer Ja zu sagen zu dem, was Christus am Kreuz getan hat, richtig? Du kannst nichts anderes machen, außer zu sagen, Jesus, ich glaube dem, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Ich glaube dem. Das ist meine persönliche Überzeugung, dass du dort meine Schuld getragen hast, dass du dort all meine Verfehlungen, all meine Vergehung auf dich genommen hast und dass du gestorben bist, dass du den Preis für die Schuld bezahlt hast, ja, und dass du auferstanden bist und dass das im Grab bleibt. Wenn ich das glaube, wenn ich das annehme, meine Schuld gänzlich von mir entfernt wurde. Amen. Ist meine, ganz ehrlich, wenn uns das nicht, auch wenn wir schon Ewigkeiten irgendwie Jesus nachfolgen und dabei sind, Leute, das muss und das darf uns immer wieder neu begeistern. Weil das ist der Grund, warum wir überhaupt die Gegenwart Gottes erleben dürfen, warum wir überhaupt schmecken dürfen von ihm, warum wir überhaupt diesen Zugang zu Gott haben können, warum wir so zuversichtlich sein können. Ich meine, das ist ja der ganze Punkt. Wer darf zuversichtlich sein, zu Gott zu kommen? Niemand außer da, wo Gott sich selbst drum gekümmert hat. Es flasht mich immer wieder neu, dass es nichts gibt. Es gibt, aber ich weiß nicht, ob ich so genau nachgeguckt habe, aber es gibt keine Religion auf dieser Erde. Es gibt keine. Es gibt einfach keine, wo Gott zum Menschen kommt und sich um alles kümmert. Sondern du musst immer zu Gott kommen und hoffen, dass das reicht, was du geleistet hast. Um irgendwie heilig oder wiedergeboren oder irgendeinen Zustand zu erreichen, dass du angenommen bist von Gott. Richtig? Ich meine, check das mal, wie krass das eigentlich ist. Es gibt es nicht, dass Gott zu einem, zum Menschen kommt und sagt, ich nehme das, was du vergeigt hast, auf mich. Das gibt es in keiner Religion. Gibt es nicht. Deswegen ist Christentum auch nicht eine Religion, sondern die Einladung in Beziehung mit Gott. Amen. Und das hat Jesus alles gekostet. Ich weiß nicht, ob ihr, ich will kurz ein bisschen was über das Passafest sagen, um dann ein bisschen zu schauen, wo das hinführt. Aber ihr kennt das ja, dass das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt wurde. Richtig? Sklaven waren das in Ägypten und sollten raus
geholt werden in das verheißene Land. Und an der Nacht, wo sie raus sind, sollten sie ein Lamm nehmen ohne Fehler, ein Lamm ohne Falsch, ohne Fehler, nichts daran durfte kaputt sein, es schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Ja, sie durften Brot essen, was ungesäuert war, das heißt, es durfte keine Hefe drin sein, durfte nicht aufgehen, ungesäuertes Brot. Und dann sind sie, ihr kennt die Geschichte, dann ist sie wurden vom Tod bewahrt, ja, durch das Blut von dem Lamm an dem Türpfosten und konnten rausgehen. Und das ist ja tatsächlich das Krasse ist, dass Jesus an Karfreitag, an dem Tag stirbt, wo beim Passamahl das gefeiert wird. Also wo das Lamm, und ihr müsst verstehen, dass die Juden, die das feiern, die, wenn ihnen nicht die Augen geöffnet sind, warum sie es feiern, checken gar nicht genau, warum sie das tun. Sie denken, sie erinnern sich daran, das Lamm, ja, dass man schlachtet und das Blut an die Tür streicht und deswegen man vom Tod befreit ist und in die Freiheit gehen kann. Sie denken, das hat damit zu tun, dass sie raus aus Ägypten gekommen sind. Aber tatsächlich nennt sich Jesus das Lamm Gottes, das perfekte Lamm Gottes, ohne Schuld, richtig, das geschlachtet wurde. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und das passierte Karfreitag. Ich meine, wie krass das eigentlich ist. An Karfreitag, als Jesus stirbt, ist genau der Tag des Festes, wo sie dieses ungesäuerte Brot essen, was für Jesus seine Sündlosigkeit steht. Ja, weil Hefe ist ein Bild für Sünde, für Vergehen, für Fehler. Und Jesus stirbt an diesem Tag. Er stirbt genau da. Und dann vergeht ein Tag und dann haben wir Sonntagmorgen, Ostern, die Auferstehung. Und im Passafest selber ist ein weiteres Fest integriert. Und das nennt sich das Fest der Erstlingsfrüchte. Und das ist ein Teil von dem eigentlichen Passafest. Und es ist ein Fest, wo tatsächlich gefeiert wird, ich lese es mal vor hier, in 1. Korinther 15, 17 bis 20, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Oder? Das ist ein komisches Wort, der Erstling der Entschlafenen. Also der Erste, der aus den Toten quasi auferweckt wurde, in dem Sinne, ist das Fest der Erstlingsfrüchte, okay? Und er ist derjenige, der an dem Tag aufersteht, wo das gefeiert wird. Also anders ausgedrückt, in dem Fest der Juden wird prophezeit, was Gott tun wird, was Gott in Jesus Christus tun wird. Und das ist heftig. Es ist jetzt nicht was mich voll zum Glauben bringt. Was ich total krass finde daran ist, dass es schon prophezeit wurde und da ist. Und es in den Festen prophetisch sichtbar wird, was Gott getan hat. Nein oder andere, mal nur so nebenbei, fragt sich vielleicht, muss ich die Feste halten? Muss ich die jüdischen Feste halten? Lass mich dir ganz klar sagen, nein, musst du nicht, weil Christus die Erfüllung der Feste ist. Amen. Du kannst sie halten, du darfst, das ist in Ordnung, wenn du darin die Tiefe der Offenbarung suchst, aber du brauchst die Feste nicht mehr halten. Das nur mal so nebenher, falls jemand fragt, okay? Aber das Interessante ist, das Krasse ist, der Tod ist besiegt. Es ist so heftig, der Tod ist besiegt an diesem Kreuz von Golgatha. Ich weiß nicht, wenn du auf dein Leben guckst, weiß nicht, wie es dir geht und du mal darüber nachdenkst, dass das Leben endlich ist, dass es irgendwann mal aufhört. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast. Ja, vielleicht bist du noch jung und es ist egal, ach ja, ich sterbe nie. Junge Leute denken, sie sterben nie, richtig. Aber der Punkt ist, das Leben ist, die Bibel sagt, es ist ein Hauch. Es ist einfach nur ein, es ist, und das Leben ist vorbei. Wenn du ein bisschen länger schon da bist, dann merkst du, wow, was, es ist schon 40 und dann klingelt die 50 und dann, es geht immer weiter und weiter. Und die Zeit rast, man hat das Gefühl, sie rast. Und Jesus sagt, der Tod ist besiegt. Richtig, er ist besiegt am Kreuz. Das bedeutet, mein Leben verliert die Angst, dass es irgendwann mal vorbei ist. Das ist krass. Weiß ich, es ist schon krass. Also jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, was das mit deinem Leben macht, aber das ist gewaltig. Dein Leben verliert die Angst vor dem Tod. Nun wirklich, ich meine wirklich, wirklich, wenn ich drüber nachdenke, ich werde nicht mehr sein, habe ich keine Angst. Weil es nicht stimmt. Und er sagt so, woher weißt du das? Ey, keine Ahnung.
aber ich kenne ihn, der das ewige Leben ist. Und die Bibel sagt, dass der Geist Christi in mir Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich ein Kind Gottes bin. Nur wenn ich keins bin, habe ich kein Zeugnis. Wenn ich keins bin und überlege, werde ich ewig leben? Nee, kommt nichts. Kommt Angst, kommt Unsicherheit, ich weiß nicht. Na ja, kommt nichts, da kommt gar nichts, aber keiner weiß es, richtig? Aber wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst, ich bin erkauft, dann weiß ich hier drinnen, und es ist komisch, dieses Wissen, weil es ist nicht hier oben mein Wissen, es ist nicht logisch, sondern hier drinnen in meinem Geist weiß ich, ich lebe ewig. Wow. Das heißt, sowas darfst du doch nicht predigen an einem Sonntagmorgen in einer erwachten Gesellschaft. Ich meine, heute, was wir predigen als Christen, ist harmlos gegen das, was die Medien predigen heutzutage. Ja? Also ganz ehrlich, was die alles glauben, was man alles sein kann und so weiter. Also das ist verrückt. Das ist, da denke ich, so einen Glauben brauche ich auch mal. Das ist ja harmlos, was wir glauben. Ja, das, tatsächlich. Ja, das ist, aber es ist die Wahrheit, der Tod ist besiegt. Und ich möchte euch das hier mal kurz vorlesen. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Und das ist gewaltig. Gott schämt sich nicht, Jesus schämt sich nicht, dich Bruder und Schwester zu nennen. What? Ich meine, das ist krass. Mein Bruder, meine Schwester ist Jesus, ja, er ist mein großer Bruder. Also er ist nicht meine Schwester. Okay, er ist mein großer Bruder, ich bin entweder sein Bruder oder jemand ist seine Schwester, richtig? Aber er schämt sich nicht. Ich meine, allein das sollte alles, was seine Beziehung mit Gott angeht, das ist ein riesengroßes Ding, wenn du nicht mehr Angst hast, dass Gott dich irgendwie ablehnt oder sich für dich schämt. Boom, alles ändert sich. Er schämt sich nicht. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Okay, wenn du das nicht gecheckt hast, egal. Jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Vers 14, Hebräerbrief ist ein bisschen, okay, da muss man ein bisschen sich reinsenken. Ich habe schon eine leichte Übersetzung gewählt hier. Vers 14, weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind. Oder anders ausgedrückt, weil die Menschen Menschen sind. Die haben einen Körper, richtig? Die kannst du anfassen. Ja, es sind keine Geister, die hier rumschweben, so, sondern die kannst du anfassen. Ja, die haben Körper. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie. Sag mal, wie sie. Jesus Christus wurde Mensch wie wir. Er hat Fleisch, Körper angezogen sozusagen. Gott wurde Mensch, richtig? Warum macht er das? Ich meine, was soll das? Das muss man sich doch mal überlegen, das ist doch verrückt. Warum? Ich meine, das ist Weihnachten, richtig? Sorry, dass wir jetzt schon wieder über Weihnachten reden. Manche sind froh, dass es eine Weile vorbei ist, aber es ist Weihnachten. Gott wird Mensch, er wird einer von uns, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er... Vers 15, die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Durch die Angst vom Tod Sklaven gewesen sind. Was passiert mit deinem Leben, wenn die Angst vom Tod dein Leben verändert? Boah, ich wollte das überhaupt, es ist gar nicht die Predigt, die ich vorhatte, die ich im Herzen hatte. Ich bin gerade auf einem ganz anderen wackeligen Wasserbahn. Ich sage euch, darüber wollte ich gar nicht sprechen, aber es ist so wichtig, weil wie viele Entscheidungen treffen wir im Leben, weil wir Angst haben vor dem Tod? Wie viele Dinge tun wir aus Angst zu sterben? Wie viele Dinge tun wir, weil wir wollen hier jetzt noch irgendwas Krasses erleben? Wie viel, sagen wir anders ausdrücken, wie viel Ewigkeitsperspektive fehlt uns, weil wir nicht checken, dass die Angst vom Tod besiegt wurde? Dass sie beseitigt ist? Wie viel kämpfen wir um unser Leben und halten es fest und denken, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch? Um glücklich zu sein, um irgendwie ein lebenswertes Leben zu haben und so weiter. Und ich sage dir, letztendlich ist Glück nicht in den Dingen, die wir haben, sondern in dem, der uns hat. Und er war gut. Unser Glück ist nicht in Zeug, unser Glück ist nicht in irgendwas erreichen, unser Glück ist nicht irgendwelche Ziele erreichen. Und dann, wenn du das Ziel erreicht hast, was dann? Dann brauchst du das nächste Ziel. Okay, setzt du das nächste Ziel und am Ende ist man nur die ganze Zeit irgendwas hinterhergerannt. Ihr habt nichts gegen Ziele setzen, ich finde das sogar wichtig, aber der Punkt ist, macht einen nicht glücklich, sondern glücklich macht dich er, der dich geschaffen hat, in ihm zu sein und in ihm deine Bestimmung, deine Erfüllung zu finden. Und in ihm wirklich ganz zu sein. Und das ist, was er getan hat an diesem Kreuz. Er hat alles raus. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal wirklich mal vorstellen. Dieses Bild, Israel zieht aus Ägypten aus. Ägypten ist ein Bild für das Alte.
das Kaputte, die sündige Natur. Es ist ein Bild für das, was uns zerstört und kaputt gemacht hat. Das alte Leben, richtig? Und Israel zieht aus, hinein und soll in ein verheißenes Land kommen. Ja, soll in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Und sie ziehen raus aus dem Ganzen in einem Triumphzug, wenn du so willst. Sie wissen nicht genau, wo sie hinkommen. Okay? Wenn sie das schon vorher so richtig gewusst hätten, dann wären sie vielleicht nicht ganz so triumphierend rausgekommen. Aber sie ziehen raus aus der Sklaverei hinein in die eigentliche Freiheit. Nun, Freiheit ist für Menschen, die ihr ganzes Leben Sklaven waren, eine schwer zu greifende Sache. Weil du kannst als Sklave mit einer Mentalität eines Sklaven, kannst du nicht in Freiheit leben. Das ist extrem schwierig für einen Sklaven. Jemand, der Sklavenmentalität hat, kann in einer freien Umgebung sich kaum zurechtfinden. Es ist extrem kompliziert, extrem schwer. Und er wünscht sich manchmal lieber das Einfache der Sklaverei zurück, als in der Komplexität von Freiheit leben zu können. Weil Freiheit bedeutet, du kannst eigene Entscheidungen treffen, aber du hast auch die Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen, richtig? Freiheit ist ein Bereich, wo ich auf einmal nicht mehr gesagt bekomme die ganze Zeit, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen oder das ist richtig, das ist falsch, sondern ich muss auf einmal selber mit mir selbst aus wirklich rausfinden, was richtig ist und was nicht, was falsch ist für mein Leben. Ich habe eine ganz andere Position und deswegen ging Israel ja auch durch die Wüste. Nun, warum sage ich das überhaupt? Ich hab ein Ziel hierbei oder ich spüre jedenfalls, ich hoffe, da ist ein Ziel. Ja? Weil der Punkt ist, was ändert sich, nachdem wir Jesus kennengelernt haben? Was ändert sich? Was ist das Einzige, was wir noch ändern können, lass es mal so ausdrücken, wenn wir Jesus kennengelernt haben, wenn wir Ja gesagt haben zu ihm, weil die Bibel ist ziemlich deutlich, dass wir befreit sind vom Tod. Warum sind wir befreit vom Tod? Weil er die Sünde bezahlt hat, weil der Lohn der Sünde ist der Tod, richtig? So, also wenn Jesus sich um die Sünde gekümmert hat am Kreuz, weil er wurde dort die Sünde für uns, ja, stimmt das? Steht das in deiner Bibel? Er wurde zur Schuld, er wurde zur Sünde, er wurde das Problem, was wir nicht lösen konnten. Das heißt also, er bezahlt die Schuld, er bezahlt die Sünde, damit besiegt er den Tod mit diesem Werk am Kreuz, macht uns frei. Jeder, der daran glaubt, ist frei von Schuld. Fakt ist sogar nicht nur frei von Schuld, sondern es wird immer besser, sondern ist gerecht, wie er gerecht ist, durch dieses Werk am Kreuz. Ich meine, come on, es ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber es ist die Wahrheit, dass ein Austausch stattfand, dass das, was du warst, wurde ans Kreuz genagelt, sodass das, was er ist, zu dir kommen kann. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Anders ausgedrückt, wenn du hier sitzt oder wenn du zuschaust über Livestream und wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, wirklich von deinem Herzen, dann sitzt du hier und ich dürfte dich legalerweise die Gerechtigkeit Gottes nennen. Das ist gefährlich, weil es bedeutet, du hast einen Zugang zu Gott, unabhängig von dem, was du tust. Warum? Weil du eine Gerechtigkeit empfangen hast, die Christus dir gegeben hat. Nun, der Punkt ist für die von euch, die sich gleich Sorgen machen, dass jemand, der das checkt, wird ein Leben leben, was anders aussieht, als ich mache, was ich will. Und deswegen ist ja gar nicht die Angst drin, dass ich irgendwelchen Mist baue, sondern was ich sage ist, du bist die Gerechtigkeit in Christus als ein Geschenk. Als ein Geschenk, was du bekommen hast von Gott durch das Werk vom Kreuz. Und das heißt also, und das predigen wir hier tatsächlich, glauben wir das, hoffe ich zumindest, dass es ein paar glauben, dass wir keine sündige Natur mehr haben. Ui. Weil wenn du Gast bist und das noch nie gehört hast, also wir glauben, dass Christus sein Werk am Kreuz ein vollkommenes Werk war. Es ist vollbracht im Kontext der Sünde. Es ist erledigt. Jesus kommt nicht wieder im Kontext mit Sünde. Jesus kommt wieder als triumphierender König. Nicht, um nochmal sich um Sünde zu kümmern. Wir haben es vorhin gehört, es ist ein für alle Mal geschehen. Ein für alle Mal hat er dieses Werk getan. Er wird es nicht nochmal tun. Nun, was hat er getan? Er hat dich von der Sünde befreit. Nun, glaubt das jemand hier? Ja? Okay, bin ich ja beruhigt, okay? Ansonsten hätte ich noch ein bisschen weiter darüber predigen müssen. Du bist sündenfrei. Du sagst, aber Konrad, das. Ja, genau, das ist ja das Problem, wo ich gerade hin will. Das ist ja genau, versteht, deswegen müssen wir, aber wir müssen erstmal den Boden festlegen. Wir müssen erstmal wissen, was Christus am Kreuz getan hat. Er hat dich rausgeholt aus Ägypten. Du wohnst nicht mehr drin. Du kannst nicht mehr drin wohnen, weil du bist rausgeholt.
Du bist nicht mehr Teil davon. Richtig? Er hat dich befreit. Okay, einige von euch brauchen Bibelstellen. Ich gebe euch eine. Ich gebe euch eine. Seid ihr bereit? Kolosser 2, 11 bis 14. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. So einige von euch, die haben es vielleicht Schwierigkeiten damit, weil ihr wart ganz nett, ja, immer. Ihr wart immer ganz lieb, ihr wart liebe Kinder, lieb, brav, ja, brav. So, und andere, so wie ich, wir waren böse, ja, da ist das ein bisschen klarer, ja, okay, das alte Wesen abgetrennt. Aber der Punkt ist, dass du dich selbst ja nicht verbessern konntest. Du konntest ja nicht braver werden in dem Sinne, weil deine Natur ein Problem hatte. Und deswegen wurde Jesus das, was du warst. Er wurde deine Natur. Er identifizierte sich mit der Menschheit am Kreuz und nahm das auf sich, was du nicht ändern konntest. Und in dem Moment, wo wir das verstehen, ja, und dieser Austausch von Naturen, dieser Exchange stattfindet, wo wir sein Wesen bekommen und dafür unser altes Wesen ihm geben und jetzt eine neue Natur haben, das ist, was hier steht. Ihr wurdet von eurem alten Wesen abgetrennt, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Also ihr wurdet begraben. Nun, es ist so interessant, dass hier steht ihr. Nun, wir feiern Auferstehung von ihm, von Jesus Christus, oder? Das ist Ostern. Oh, Jesus ist auferstanden und richtig. Aber hier steht, du bist begraben. Hier steht, du bist begraben und du bist auferstanden. Wir haben schon vorhin einen kleinen Witz gemacht, als wir hier reingekommen sind, haben gesagt, ja, sonst sagt man mal, Jesus ist auferstanden und dann sagen alle, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir kommen rein und sagen, du bist auferstanden und wir sagen, du bist wahrhaftig auferstanden. Nun, es ist legal. Ist legal, ist total legal, weil du bist mit Christus auferstanden. Warum? Weil das müssen wir verstehen, Jesus nicht einfach nur dort am Kreuz etwas getan hat, was separiert ist von uns. Sondern er wurde, was wir waren. Versteht ihr? Identifikation fand statt. Und dadurch ein Austausch. Das Alte wurde rausgenommen und was Neues, nämlich seine Natur, wurde reingesetzt. Da fand ein Austausch statt. Und wenn wir das nicht verstehen, ist das Kreuz nur, ich sag mal, es hat eine verschwindende Kraft, aber das Kreuz hat eigentlich eine unglaubliche Power. Das Kreuz hat eine Kraft, die dein Leben so auf den Kopf stellt, dass du tatsächlich nicht mehr Sklave der Sünde sein musst, dass du tatsächlich frei leben kannst, dass du tatsächlich ein Leben leben kannst, was nicht mehr besiegt ist und unterdrückt von allen möglichen Gedanken und Ideen und Vorstellungen und so weiter, sondern ein siegreiches Leben. Kannst du dir das vorstellen? Ein siegreiches Leben zu führen. Wow, warum? Das geht nur, wenn ich verstehe, ich hing mit ihm dort. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Wow, und nochmal aus der Elberfelder Vers 12. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit ihm begraben, mit ihm. Nun hört sich das ein bisschen strange an, wahrscheinlich schon. Aber wenn ich verstehe, dass Jesus der Austauschmensch war am Kreuz, verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Weil Jesus kam als die Menschheit. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Deswegen war er Mensch und Gott gleichzeitig. Er war komplett Mensch und er war komplett Gott. Das ist, was das Christentum so besonders macht. Er war Gott und er war Mensch. Als Mensch trug er die Schuld der Menschen. Als Gott konnte er die der gesamten Menschheit tragen. Weil ein Mensch hätte es nur für einen Menschen tun können, aber er tat es für alle. Richtig? Also er nahm die Schuld der gesamten Menschheit auf sich. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Nicht nur die Sünden von Konrad oder die Sünden von irgendjemandem Einzelnen, sondern von allen hinweggetragen hat. Nun, das ist so interessant im Alten Testament, wo sie die Sünden bekennen mussten auf einen Bock. Sie mussten die Hand auf den Kopf legen und alle Sünden bekennen. Und dann wurde das Viech wohin getrieben? Vor die Stadtmauern hinaus. Und Jesus Christus litt vor den Stadtmauern auf Golgatha, auf dieser Schädelstätte, litt er diesen Tod. Das Lamm Gottes, was unter den Sünden der Welt rausgetrieben wurde, um die Schuld der Welt zu tragen und zu bezahlen, den Lohn der Sünde zu bezahlen, den Tod zu bezahlen. Halleluja. Ist gewaltig. Ist absolut gewaltig.
Es ist absolut gewaltig. Römer 6, 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus, und ich mag jetzt hier, hier habe ich die Menge-Übersetzung mal ein bisschen mit reingenommen, die wir auf Christus Jesus oder in Christus Jesus hinein getauft worden sind, auf seinen Tod getauft oder in seinen Tod hinein versenkt worden sind. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir, sag mal wir, in einem neuen Leben wandeln. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Das ist krass. Nur der Fakt, das Krasse ist hier, das ist alles schon geschehen. Es ist vollbracht. Seht ihr, wir lesen hier nicht etwas, was kommt. Wir lesen etwas, was war. Nur, was bedeutet das aber denn? Ich meine, jetzt, das ist echt heftig, weil du bist mit ihm. Und selbst wenn du nicht glaubst, wenn du heute hier sitzt und sagst, Konrad, was erzählst du da? Was ist das überhaupt für ein Typ da vorne? Ja, ich fühle mich wie beim anderen Stern hier noch mit dem bunten Licht und so. Kann ich voll nachvollziehen, okay? Kann ich wirklich nachvollziehen, wenn du das noch nie gehört hast. Aber das ist Bibel, wovon ich spreche. Das, was nicht tot zu kriegen ist seit tausenden Jahren. Ja, das, woran immer noch Menschen glauben, selbst in der Neuzeit. Ja, wo immer noch Menschen sich versammeln und irgendwie das nicht tot zu kriegen ist, da steht, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit Christus auferweckt und mit Christus an himmlische Orte versetzt sind. Das ist die Realität von einem Christen in unserer Zeit, ja, in unserer aufgeklärten, modernen Zeit, die ja gar nicht chaotisch ist, richtig? Und wo ja gar keiner nach eigentlich wirklicher Klarheit sucht und alle nicht durcheinander sind. Ne? Also, okay, Sarkasmus wieder aus, danke Jesus, aber das ist, was wir glauben. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil es den Unterschied macht zwischen Religion und Beziehung. Weil wenn du denkst, Christentum ist wieder nur, ich halte jetzt die richtigen Regeln, nur auf christlich. Ist ja egal, ob ich jetzt das auf Mohammed mache oder auf sonst wen mache, ist ja egal. Ja, ich kann Buddha nehmen oder irgendjemanden, ich halte einfach die Regeln und hoffentlich ist der richtige Gott. Und dann komme ich, dann bin ich gerettet. Ja, dann mache ich irgendwie das Richtige, bete 5-mal am Tag oder faste oder reise irgendwo hin oder was auch immer was, mache irgendwelche Übungen, Meditationen und so weiter. Und dann hoffentlich mag Gott mich. Ich hoffe, der richtige Gott mag mich. Und da seht ihr, der Punkt ist, dass all das nicht funktioniert beim Christentum, bei dem echten Christentum. Weil es gibt auch christliche Religionen. Halt die Regel, mach's richtig. Geh in Gottesdienst, gib dein Zehnten, mach das alles und dann wird Gott dich mögen. Ja? Tu gute Werke, sei fromm, ja? Mach nichts Falsches, mach nichts Dummes, dann wird Gott dich mögen. Das, noch nicht mal das, ist das, was die Bibel sagt. Weil wenn es stimmt, was sie sagt, dass ich gekreuzigt bin mit ihm und das alte Leben mitgekreuzigt wurde, die sündige Natur mitgekreuzigt wurde, wenn es stimmt, dass das Alte im Grab liegt, wenn es stimmt, dass meine Vergangenheit, meine Vergehen, das, was mich von Gott trennt, im Grab liegt, wenn es stimmt, dass ich mit ihm auferweckt wurde, wenn es stimmt, dass ich mit ihm bin, irgendwie, wie auch immer, keine Ahnung, wie das geht, aber irgendwie bin ich mit ihm an himmlischen Orten, dann ist das, wozu meine Seele aufwachen muss, um zu checken, wie mein neues Leben überhaupt aussieht. Siehst du, das ist doch die ganze Frage. Entweder wir sind bescheuert, ganz ehrlich, entweder ist irgendwie ein Rad ab mit mir und ich hätte mir einen anderen Job suchen sollen, weil Geld machst du damit jetzt auch nicht unbedingt. Aber, weißt du, aber irgendwie, entweder ist das alles Käse, das ganze Zeug, oder wir haben irgendwie das Christentum so vermenschlicht, dass es keinen Unterschied mehr macht, welcher Religion ich angehöre, weil es ist ja eh egal, es geht um meine Leistung und ob ich das richtig mache und wie ich das interpretiere und wie ich das sehe und wie ich da Bock drauf habe oder nicht Bock drauf habe und so weiter. Und dann wundern wir uns, warum keine Power drin ist. Aber was, wenn es stimmt, dass du gekreuzigt bist mit ihm, begraben bist mit ihm, auferstanden mit ihm und ein neues Leben empfangen hast? Wenn es nicht darum geht, ein braver Christ zu sein, come on, es geht nicht darum, morgens aufzustehen und zu hoffen, ich mache heute keinen Fehler, zu hoffen, ich mache heute keine Sünde, zu hoffen, ich bin heute ganz lieb zu meiner Oma und bin nicht so frech, ja, dann kriege ich vielleicht auch wieder ein Schokoei heute oder keine Ahnung, ja, also das ist doch nicht, worum es geht. Was, wenn es darum geht, dass mein Denken sich erneuern muss hin zu einer Wahrheit, die mich frei macht, wenn ich sie erkenne? Das ist, ihr Lieben, das Einzige, was wir noch ändern können.
Nach Römer 12, 2 heißt es, werdet transformiert, werdet erneuert, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Durch die Erneuerung eures Denkens. Nun, was musste Israel tun, als sie aus Ägypten rausgekommen sind? Sie mussten, ich weiß, also das ist ja immer so eine Frage, aber sie wollten eigentlich verheißenes Land, Milch und Honig. Juhu, Baby, come on, wir baden in Milch und Honig, das wird gut. Und wo fanden sie sich? In der Wüste. Das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Ja. Jetzt habe ich mich bekehrt und mir wurde versprochen, läuft immer alles. Immer vorderster Parkplatz, immer Gehaltserhöhung, Chefs immer für mich, alles läuft, alles läuft. Alles. Und stattdessen habe ich Probleme. Manche haben mehr Probleme als vorher. Und ich so, toll, und ich dachte, Gott ist gut und so weiter. Ja, der ist so gut, dass er das alte Sklavendenken rausreißen muss aus deinem Leben, weil die Freiheit, die er für dich hat, du nicht tragen kannst, wenn du nicht anfängst zu denken wie er. Ah, der war, okay. Und es fängt an dabei, dass ich verstehe, dass ich glaube, nur wie fängt es eigentlich an? Dass ich glaube mit demütigem Herzen, dass das stimmt, was er getan hat am Kreuz. Dass das stimmt, dass er mir ein neues Leben gegeben hat. Zur Neuheit des Lebens auferweckt. Leute strugglen und kämpfen gegen die Sünde und den bösen Teufel und was weiß ich was alles. Und alles ist so, oh, und dann wundert man sich, weil sie nehmen Gottes Platz ein, anstatt ihn sein zu lassen in ihnen. Anstatt zu erlauben, dass er die Herrschaft hat hier drinnen. Und dass ich daraus lebe. Aber wenn die Augen nicht aufgehen zu dieser Realität, was er getan hat in meinem Leben, seht ihr, Veränderung kommt nicht, indem ich versuche, anders zu sein. Lass mich anders ausdrücken. Frucht kommt nicht, indem ich versuche, Frucht zu bringen. Frucht kommt, indem ich erkenne, was ich für ein Baum bin. Come on. Und wir sind besessen damit. Frucht, 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 Frucht. Und dann wundern wir uns. Oh Mann, das ist aber... Das ist aber nicht so große Frucht. Da strengen wir uns noch ein bisschen mehr an, ja? Ich lasse jetzt meinen berühmten Scherz darüber, aber egal. Da strengen wir uns noch ein bisschen mehr an und wir wundern uns. Aber wisst ihr was? Die Frucht kommt aus der richtigen Verbindung und aus der richtigen Erkenntnis, was ich für ein Baum bin. Und was, wenn es damit anfängt zu sagen, ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Ich bin in Christus neu geboren worden. Ich bin neu gemacht. Ich habe ein neues Leben empfangen aus dem Himmel. Ist es heftig oder nicht? Ich hab ein Leben empfangen, nicht mehr von der Erde. Ich bin nicht mehr einfach nur ein Mensch. Seht ihr, okay, ich weiß, ich werde noch gesteinigt hier hinterher, aber es ist tatsächlich so, du hast das Recht auf Menschsein verloren. Der ist nicht so gut gelandet. Aber ich habe jetzt neue Freunde im Livestream. Aber siehst du, das ist der Punkt. Und ich frage mich wirklich, beruhig dich. voller Liebe, aber ich, oder lass mich lieber jemanden zitieren, dann läuft das besser. Das war nicht der Franz von Assisi. Warte mal, wie hieß der nochmal? Der Graf von Zinzendorf. Der hat gesagt, er kann nicht verstehen, wie im Angesicht so einer krassen Erlösung Menschen kalt und emotionslos dem gegenüber sein können. Er kann es nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, wie man, und jetzt, ich gucke keinen an, okay, es ist jetzt nicht, es ist wirklich, ich hoffe, dass, ne, also ich meine euch ja auch gar nicht. Das ist so, aber ich kann, wie kann nicht verstehen, wie wenn ich das checke, dass ich so unverdient befreit wurde, dass ich in so eine unglaublich krasse, nicht nur Position im Sinne von Positionierung, sondern wirklich hineingesetzt wurde in ein neues Leben, ein göttliches Leben, ein Leben aus Gott, aus Christus heraus. Und dabei einfach nur so, ist ja ganz nett. Oder eigentlich bin ich in meinem Kopf ganz woanders. Und eigentlich interessiert mich das gar nicht. Eigentlich weißt du, was ich glaube manchmal? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, uns fehlt eine richtige Bekehrung manchmal. Ja. Ich glaube wirklich, ganz ehrlich, war das meine Frau eigentlich? Die Stimme kannte ich. Ich habe irgendwas, die ist da hinten, Halleluja. Sie war es wirklich, gut. Ich glaube, uns fehlt manchmal eine richtige Bekehrung. Ehrlich.
So eine richtige, oh jetzt, das nenne ich so ein Wort, so eine richtige Unterwerfung. Weil wir sind meistens schlauer als Gott, wisst ihr das? Wir meinen meistens, wir wissen es besser, wir sind schlauer, wir haben es mehr drauf. Wir sind schon länger hier. Wir sind so schlau, wir sind so gebildet, wir sind so wunderbar, krass, haben alles drauf. Und ganz ehrlich, man denkt sich mal, wie verblendet kann man eigentlich sein? Nee, ehrlich jetzt, wie kann man denken, alles drauf zu haben? Guck dich doch mal um. Also jetzt nicht hier, ne? sondern ich meine so generell. Wie können wir, und das Blöde ist, dass es sich manchmal auch in der Gemeinde breit macht. Wir denken, wir sind bekehrt, weil wir in Gottesdienst gehen. Du bist nicht errettet, weil du in einen Gottesdienst kommst, auch nicht, weil du in einen Ostergottesdienst kommst. Tut mir wirklich leid. Eigentlich helfe ich dir gerade. Eigentlich liebe ich dich genug, um dir die Wahrheit zu sagen. Du bist nicht erlöst, weil du einen frommen Spruch gemacht hast. Mann, ja, ich mache das auch. Ich sage, wir sprechen jetzt ein Übergabegebet. Wusstet ihr, dass es Übergabegebete nicht in der Bibel gibt? Nun heißt das, dass es deswegen falsch ist? Nein, natürlich nicht. Kann man nutzen. Zähne putzen ist auch nicht in der Bibel, trotzdem tust du es. Amen. Aber was ich sage ist, das ganze Thema hier ist zu krass, um einfach nur, ich check mal ein bisschen aus. Ich guck, also gut, du hast voll das Recht auszuchecken, das meine ich jetzt nicht. Aber warum erleben wir nicht, was da drin steht? Warum packt es uns nicht? Ich glaube manchmal, weil wir nicht surrendered haben. Surrender ist unser Taufgottesdienst. Surrender heißt, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll. Surrender heißt aufgeben. Weil wir nicht aufgeben. Und er sagt, aber ich will nicht aufgeben, ich will festhalten und kämpfen. Oh Mann, viel Spaß. Wie lange willst du noch? Wenn einer für dich gekämpft hat, der dich nicht aufgibt und der dich immer festhält, kannst du vielleicht loslassen? Seht ihr, wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, das geht nicht, das tut weh. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen, das Ganze? Einer, der alles getan hat für uns, einer, der alles an diesem Kreuz hat, ich habe das gestern nochmal gelesen, lies mal, was ein Tod am Kreuz bedeutet und das für einen normalen Menschen. Und dann, was Jesus getan hat, indem er noch die Schuld der ganzen Welt auf sich getragen hat gleichzeitig. Den, der Schuld nicht kannte übrigens. Alle anderen, die dort gekreuzigt wurden, kannten Schuld. Egal, ob es ungerecht oder gerecht da dran waren. Aber es ist der Wahnsinn, was er erlitten hat für uns. Nun sag mir doch nicht, dass das keine Bedeutung hat. Sag mir doch nicht, dass das nichts kostet. Sag mir doch nichts, dass es einfach so, ach ja, ich habe ein Gebet gesprochen, alles cool, ja. Ich komme in den Himmel, mach sonst mein Ding. Leute, ist das okay, dass es zu gut ist, um damit rumzuspielen? Ist das okay, dass man sagt, das ist so krass, dass die Ablehnung des Ganzen nur krass sein kann? Ist das kein Joke? Darf ich dir was sagen heute Morgen? Gemeinde ist kostbar. Gemeinde ist kostbar. Warum? Weil es hat Jesus alles gekostet. Seht ihr, als wir heute Morgen hier gebetet haben, das Wasser läuft, Halleluja, es wackelt ein bisschen hier. Als wir heute Morgen hier gebetet haben, Jesus hat es alles gekostet, damit wir in die Ewigkeit gehen können, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können, damit wir einen lebendigen, echten Glauben haben können, damit wir befreit sein können von der Schuld. Und mein Eindruck war heute Morgen, dass Jesus sagt, ich habe es gerne getan. Ich habe es für euch getan. Ich habe es getan für dich, dass du frei sein kannst. Dass du ein Leben haben kannst, was nicht mehr versklavt ist. Ich habe es für dich getan. Und ich habe es gerne getan. Ich habe es richtig gerne getan. Weißt du, ich möchte dir sagen heute Morgen, das, was Jesus am Kreuz getan hat, dieser furchtbare Tod am Kreuz, das ist, was deinen Wert bestimmt. Wenn du dich jemals fragst, ob du wertvoll bist, ob du es wert bist, ob du wichtig bist, ob es wichtig ist, dass du da bist, ob es gut ist, dass du da bist. Wenn du dich jemals das fragst, schau auf das Kreuz. Man ist das wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen.
Vielleicht haben andere Menschen dich nicht als wert gesehen, haben gesagt, ist mir egal. Vielleicht haben andere Menschen gedacht, unwichtig. Vielleicht haben sogar deine Eltern gedacht, ist nicht wertvoll, eigentlich wollten wir dich gar nicht. Aber weißt du was? All das verliert seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Ob Menschen dich toll finden oder nicht, oder dich wertvoll finden oder nicht. All das verliert seine Bedeutung, wenn du auf den Preis des Kreuzes guckst und siehst, dass Gott selbst dort deine Schuld qualvoll getragen hat und sagt hinterher, das war's wert. Das war's wert. Warum? Weil du bist es wert. Du bist nicht billig. Die Gemeinde ist nicht billig. Christen sind nicht billig. Menschen sind nicht billig. Menschen sind es wert, dass Gott selber einer von ihnen wurde, an dieses Kreuz ging und ihre Schuld getragen hat. Das ist das, was alles ändert in deinem Leben. Das ist das, wenn du das annimmst, wenn du dazu Ja sagst, wenn du das annimmst von Herzen und nicht, bitte hör mich hier richtig, nicht weil ich dich ärgern will, nicht weil ich irgendwas erfüllen will, nicht weil ich irgendwas brauche von dir, fern sei das von mir. Ich stehe nicht hier vorne, um von dir was zu brauchen. Dann dürfte ich hier nicht stehen. Sondern weil ich dich genug liebe, um dir zu sagen, das bringt nichts mit halbherzigen Entscheidungen. Es bringt einfach nichts. Wir können das durchziehen, wir können das ein paar Jahre machen, aber uns wundern, warum wir halb in der Welt, halb mit Gott, halb in der Welt, halb mit Gott und dann ab und zu ist wieder schön mit Gott und ab und zu ist wieder, na, die Welt ist doch schöner und so weiter und hin und her, vor und zurück und kommen nicht voran, kommen nicht in unsere Berufung, kommen nicht in die Freude, wundern uns, warum andere Leute voller Freude, Energie und Kraft sind, die haben nicht unbedingt ein leichteres Leben, aber irgendwas ist mit denen, das glüht einfach auf ihrem Gesicht, da ist irgendwas anders. Ich meine, guck dir die zwei Mädels an, jungen Frauen, Entschuldigung, hier vorne standen, die einfach so, boah, so geglüht haben, gebrannt haben mit diesem Jesus und hey, das Ganze funktioniert. Jesus hat nicht halbherzig am Kreuz gehangen. Ein Christ kann ihm nicht halbherzig nachfolgen. Das geht nicht. Es braucht eine ganz herzliche Entscheidung. Ganz herzlich? Eine ganze Herzentscheidung. eine so gut ich kann, ein Ja, Jesus, ich lege es nieder und pass auf, ich will jetzt dein Denken lernen. Ich will deine Perspektive lernen. Ich will deine Sicht lernen. Ich will dein Denken, ich will das Sklavendenken raus. Richtig? Deswegen übrigens, und ich kann da jetzt nicht immer weitergehen, weil die Zeit läuft mir fort, aber deswegen geht auch kein Einzelgänger-Christentum. Weil du wirst alleine, lass mich dir das so klar sagen, wie es ist einfach, in voller Liebe, selbst wenn du mich dafür hasst, aber du wirst alleine kein siegreiches Leben als Christ führen. Tut mir wirklich leid, aber wirst du nicht. Du kommst bestimmt in den Himmel, das glaube ich. Aber du wirst kein siegreiches Leben als Christ führen, wenn du keine Anbindung an eine echte Ortsgemeinde hast, wo es echte Leiterschaft in deinem Leben gibt. Das wird nicht passieren. I have said it. Ich habe es gesagt. Du musst mich immer noch lieben. Amen. aber das ist eine echte Entscheidung, die danach einen Lauf geht. Ein Lauf mit Jesus, wo unser Denken erneuert wird, damit diese Gottesebenbildlichkeit in uns geformt werden kann und hervorkommt, weil das Alte ist nämlich raus. Warum sollten wir noch im Alten leben? Die alte Natur ist weg. Warum sollten wir noch in der Sünde leben? Warum sollten wir in dem alten Denkmuster noch bleiben, wenn wir doch befreit wurden? Warum sollten wir da drin noch rumhängen, wenn Jesus uns rausgerissen hat? Warum sollten wir auf der Erde rumspielen, wenn wir von himmlischen Regionen regieren dürfen? Warum sollten wir tun? Warum sollten wir wie Menschen noch reagieren müssen, wenn wir eigentlich nicht mehr bloße Menschen sind? Warum sollten wir, C.S. Lewis hat es so gesagt, warum sollen wir in einer Schlammpfütze spielen, wenn uns Ferien am Meer angeboten wurden? Seht ihr, das ist die Perspektive eines Überwinders, der sagt, aber zuerst kommt Surrender, ich beuge mich. Und jetzt lass mich noch ein Wort sagen hier, bevor wir Abendmahl feiern und das am Abendmahl, dieses Werk am Kreuz verinnerlichen und sagen, das ist meine Realität. Deswegen feiere ich das Abendmahl, weil es ist meine Realität. Amen, es ist das, was für mich gilt. Aber lass mich hier noch sagen, diese Sache, die dort am Kreuz passierte, die ist passiert, richtig? Du bist aus Ägypten rausgeholt worden, richtig? Das ist ein Ist-Zustand. Du bist befreit von der Schuld. Dir ist vergeben, dir ist erlöst. Aber, Mann, ey, ich hasse aber. Aber manchmal muss aber sein. Lass mich so erklären. Angenommen, du gewinnst im Lotto. Wie viel? 10 Millionen. Ist gut? 10 Millionen? Nehme ich. Amen.
Du auch? Okay, 10 Millionen, Amen, alles gut. 10 Millionen, alles klar. Du gewinnst im Lotto, 10 Millionen. Jemand bringt dir diesen Brief, schmeißt ihn in deinen Briefkasten und du guckst den Brief an, sagst, öffne ich später, sieht komisch aus, nicht, dass es wieder eine Rechnung ist, ne? Und legst ihn, in dein Schubfach rein. Okay, und dann lebst du, lass mal jetzt einfach hypothetisch, ich weiß nicht, wie das ist, ich weiß nicht, wie man im Lotto gewinnt, deswegen keine Ahnung. Ich glaube, irgendwann versuchen die dich rauszufinden oder das verfällt auch irgendwann, weiß ich nicht. Aber lass mal vorstellen, das verfällt nicht. Und du lebst 5 Jahre, 10 Jahre, lebst du in deinem Geringverdiener-Dasein. Sorry. Und lebst einfach so und vegetierst vor dich hin und drehst jeden Pfennig rum und so weiter. Irgendwann findest du das alte Ding, öffnest den Umschlag, du bist Millionär. Nur das Krasse ist, das warst du schon die ganze Zeit. Aber du hast es nicht gewusst. Und weil du es nicht gewusst hast, hast du es nicht eingesetzt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weißt du, dass du Millionär bist? Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Weißt du, dass Christus alles bezahlt hat für dich? Weißt du, dass er alles gegeben hat, damit du frei sein kannst, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst, dass du in deine Bestimmung kommen kannst? Aber wir wissen es nicht. Wenn wir es nicht öffnen, wird es für uns keine Realität werden. Seht ihr, das ist das Dramatische dabei. Es wird keine Realität für dich sein, wenn du nicht Ja sagst zu diesem Christus. Wenn du nicht Ja sagst zu dem, was er getan hat, wird das sein Ja für dich keinen Unterschied in deinem Leben machen, weil du lebst wie einer ohne Gott. Und deswegen bleibt es auch so. Aber wenn du Ja sagst zu dem, was er getan hat, dann erfährst du es. Du erfährst, was er getan hat für dich. Es wird eine erlebbare Realität. Du hast die Erlösung in deinem Herzen, du weißt, du bist gerettet, der Tod ist besiegt, du hast einen anderen Zugang, du regierst, du bist kein Opfer, kein Sklave mehr, das alte Denken kann abdanken, es kann sich verabschieden. Jesus ist krass und ich möchte dich ganz, ganz ohne Musik, ohne irgendwelche emotionalen Pushungen und keine Ahnung was, wenn du weißt, einfach bevor wir jetzt zu dem Abendmahl gehen, wenn du weißt, boah, Konrad, also ich glaube, Ich glaube das gar nicht richtig und ich glaube, ich bin fällig heute. Ich glaube, ich bin fällig. Ich glaube echt, ich bin fällig. Ich spreche vielleicht nicht, vielleicht bist du das erste Mal hier und hey, wenn du denkst, du bist fällig, preis den Herrn. Go for it, okay? Lass dich auf Jesus ein. Aber ich spreche gerade nochmal zu anderen Leuten, das mir gerade so in meinem Herzen ist. Du bist schon öfter mal hier, du bist schon öfter mal mit Jesus, öfter mal mit Menschen in Kontakt, die mit Jesus zu tun haben und du hast schon so ein paar Sachen gehört. Du hast schon ein paar Dinge gehört, du hast dich schon von ein paar Sachen, manche hast du Fragen gestellt und so weiter, du bist dir nicht ganz sicher, aber eigentlich hört sich das ganz gut an. Und ich sage dir, heute Morgen ist dein Tag. Heute Morgen bist du fällig. Wir hatten einmal von der Drogenszene jemanden bei uns zu Hause beim Essen und ich habe ihm gesagt, er saß am Tisch, wir haben gegessen, ich habe gesagt, heute bekehrst du dich. Er hat gesagt, ja, ich weiß. Und hat sich bekehrt. Und ist frei von den Drogen geworden, come on. Ist mit dem Heiligen Geist gefüllt worden in unserem Wohnzimmer, hat in neuen Sprachen geredet, auf den Boden gefallen, hat sich rumgerollt und gelacht. I like it. Wenn du heute Morgen sagst, Konrad, und ganz ehrlich, es gibt keinen schöneren Ostermorgen, als wenn du in die Beziehung mit Gott hineinkommst, in den, der dich gemacht hat. Das wäre kein schöneres Ostern, da kannst du dich jedes Jahr neu dran erinnern. Ich habe keine Ahnung, wann ich mich bekehrt habe. Ich habe den Tag vergessen. Es ist irgendwann im April, vielleicht im Mai, vielleicht im März, keine Ahnung, 1999, irgendwo da drum. Aber du kannst dich erinnern, Ostersonntag. Wow, ist zwar immer ein anderes Datum, aber lassen wir das jetzt mal hier weg, okay. Aber hey, wenn du das willst, wenn du sagst, Konrad, ja, ich weiß, ich bin gemeint, woher weißt du das? Das weißt du, weil dein Herz es dir sagt. Dein Kopf sagt vielleicht gerade was anderes, aber dein Herz sagt, du bist gemeint. Hör auf dein Herz. Dein Kopf hat schon in Mathe versagt. Also hör auf dein Herz. Aber das ist nicht logisch. Ja, Matheaufgaben finde ich auch nicht logisch. Also halt die Klappe. Ja, also hier ist der Punkt. Wenn du es bist, steh bitte jetzt auf an deinem Platz. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber come on. Come on, yes. Halleluja. Danke, Jesus. Come on. Ich warte noch.
Wenn du gemeint bist, wenn du weißt, du bist gemeint, heute bist du dran. Geh den Tag nicht vorbei. Geh den Tag. Nun, ich lass mich für einen Moment hier den Evangelisten raushängen. Unser Morgen ist nicht versprochen. Das ist so. Das ist noch nicht mal irgend so ein blöder Spruch. Wie viele Menschen kenne ich in meinem eigenen Leben, wo irgendwas plötzlich war und das war's? Ist die Angst vom Tod aus deinem Leben weg, ja oder nein? Wenn nicht, steh auf. Wenn du dir nicht sicher bist, steh auf. Nicht für mich, nicht für einen Prediger, nicht für irgendeinen Typen, der ein Mikro in der Hand hält, sondern für dein Leben, für Jesus Christus. Dankeschön. Für ewige Gewissheit, dass die Ewigkeit dir gehört, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Dafür steh auf. Noch kurz lasse ich Zeit, danke euch. Helden, die ihr steht. Noch jemand, Halleluja. Danke, Jesus. Wenn du kämpfst gerade, denk nicht, dass mir das Spaß macht hier vorne, vielleicht ein bisschen, aber wenn du kämpfst gerade, okay, das ist, ich weiß, ich mache einen Scherz, aber eigentlich will ich es dir nur leichter machen, ja, aber ich will es dir nicht leicht machen, dass du nicht aufstehen musst und diese Entscheidung treffen, dass es jeder sieht. Weil eben, wie ich gesagt habe, ich glaube, wir brauchen wieder richtige Bekehrung und nicht so, vielleicht bist du ewig in der christlichen Familie aufgewachsen, vielleicht hast du dich nie richtig bekehrt, nie wirklich Ja gesagt zu Jesus, nie so wirklich, so richtig, du bist dran heute. Du bist dran. Ich warte noch einen kurzen Moment. Danke. Ich schmeiß noch mehr Wasser rum. Wenn jemand im Livestream ist, melde dich einfach. Schreib einfach in den Kommentar rein. Schreib rein, ich stehe. Ich bin dran heute. Kannst du einfach reintippen, ich bin dran. Dann wissen wir Bescheid. Okay. Alright. Das war's. Danke, Jesus. Was wir jetzt machen, ist, wir feiern jetzt Abendmahl. Und ich gehe davon aus, dass im Grunde alle, die jetzt hier noch im Raum sind, außer du weißt, dass du dich bewusst gegen Christus gerade entschieden hast, bereit sind, das Abendmahl zu feiern. Weil das Abendmahl ist nur für Gläubige. Amen. Das Abendmahl ist nur für die, die Jesus wirklich vertrauen. Die sagen, das ist mein, das da am Kreuz passiert ist, das ist meine Realität. Das ist meins. Amen. Ihr, die ja aufgestanden seid, das war's. Ihr habt diese Entscheidung getroffen. Ich sehe euch, die Menschen um euch rum sehen euch. Ihr habt es nicht im Verborgenen, im Versteck gemacht, irgendwie, wo keiner hinguckt und so weiter. Ihr braucht jetzt nicht irgend noch ein tolles Gebet beten oder irgendwie sowas, sondern das ist eure Herzensentscheidung. Deswegen, ihr seid dabei. Amen. Ihr feiert das Abendmahl mit. Ihr nehmt mit, erinnert euch an das Werk vom Kreuz, sein Leib und sein Blut, das geflossen ist für uns, zur Vergebung unserer Sünden und dass wir gerettet wurden durch das, was er getan hat. Aber ich möchte einfach noch dazu sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann feier das Abendmahl bitte nicht mit. Das ist die einzige Bedingung. Wenn du an Jesus glaubst, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass du alles richtig gemacht hast, alles cool, alles klar, alles, ich weiß alles, ich habe alles hundertprozentig richtig heilig getan. Darum geht es nicht. Wir kommen zu Gott nicht. Ich sage dazu immer, wir waschen nicht die Wäsche, bevor wir sie in die Waschmaschine stecken, richtig? Manche Christen denken, ich muss immer erstmal selber was tun, damit ich zu Gott kommen kann. Nein, nein, du kommst zu Gott, weil dort wird deine Wäsche gewaschen. Amen. Das heißt also, das Abendmahl ist nicht, wenn du alles richtig gemacht hast, sondern wenn du Jesus liebst, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, so gut du kannst, ja, dann ist es dein Ding. Wenn du weißt, dass du mit irgendjemandem im Clinch bist, wenn du weißt, dass du irgendjemandem einfach Vergebung zusprechen solltest, dann das wäre eine gute Idee. Amen. Das wäre eine gute Idee, weil das ist einfach normal. Das machen wir so. Wir rennen nicht rum mit einem verärgerten, zornigen Herzen auf Menschen, frustriert und so weiter, weil Jesus hat uns vergeben, also vergeben auch wir. Amen. Okay, dann lass uns jetzt einfach, wir machen ein bisschen Musik an. Und das ist, ich glaube, wir haben erlebt, wie Leute von Depressionen frei wurden. Wir haben erlebt, wie Leute geheilt wurden. Wir haben erlebt, wie Leute Lachflashes bekommen haben, Freude bekommen haben, tiefe Begegnungen mit Gott bekommen haben, während sie das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist nicht einfach nur ein frommes Ding. Das Abendmahl ist Einladung in eine Begegnung hinein, was dort am Kreuz passiert ist. Okay, so das ist, was wir tun, wenn wir es feiern. Wir erinnern uns. Ein theologischer Freund von mir hat mal gesagt, also ein richtiger Theologe, ne, der hat mal gesagt, dass wenn du das Abendmahl, als Jesus sagt, erinnert euch daran, dann ist das Wort erinnern nicht nur eine mentale Übung, sich an etwas zu erinnern, sondern es ist die Einladung in die Erfahrung dessen, an was ich mich erinnere. Das heißt also, in das Ergebnis von dem, was am Kreuz passiert ist, wirst du eingeladen, es zu erleben, es zu schmecken.
warum wir auch glauben, dass es Abendmahl echt eine Party sein darf. Es muss nicht, aber es darf eine Feier sein. Du darfst es genießen, du darfst dich freuen, du darfst jubeln, du darfst feiern, du darfst lachen, du darfst es genießen. Ja, du darfst auch weinen, wenn du willst, wenn das das Ding ist, was passiert. Okay, du darfst auch gar nichts fühlen, ist auch in Ordnung, aber im Glauben nehmen wir es an den, der es vollbracht hat. Und lass mich kurz beten, lass uns mal alle aufstehen da drin jetzt bitte. Danke, Heiliger Geist. Halleluja, Jesus, wir danken dir. Du bist auferstanden, Herr. Du regierst, Jesus. Du lebst. Du lebst, Jesus. Du lebst, Herr. Und du hast es alles vollbracht, Herr Jesus. Du hast die Sünde beseitigt aus unserem Leben, Herr. Du hast uns neu gemacht. Du hast uns vergeben. Du hast uns eine neue Natur geschenkt. Du hast uns gerecht gesprochen in deinem Blut. Herr Jesus, wir haben eine neue Natur empfangen, Herr Jesus. Und unsere alte Natur hängt am Kreuz, ist begraben, ist mausetot. Die sündige Natur ist tot. Und das ist, was wir feiern wollen, Herr Jesus. Das Werk vom Kreuz, das Werk von Golgatha, Herr. Dein Werk, Herr Jesus. Das wollen wir feiern, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, Herr. In Jesu Namen, Herr. So, danke für dein Blut, danke für dein Fleisch, Herr Jesus, für dein Leib, Herr Jesus. Danke, dass du das gegeben hast. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, Herr, dass es heute für uns Brot und Wein geworden ist, Herr. In Jesu Namen. So, mach es real für jeden Einzelnen. Danke für die Menschen, die ihr Leben sich dir ganz hin anvertraut haben. Segne sie, Vater, Herr Jesus. Und danke, dass diese Gemeinde mehr und mehr in deiner Erkenntnis und deiner Offenbarung wächst und du immer mehr Form gewinnst in deinem Haus, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Okay, nimm dir jemanden oder geh alleine, wie du willst. Der Tisch ist gedeckt. Ja, ihr könnt das Abendmahl nehmen, feiert es. Hier gibt es gleich noch ein paar Leute, die Gebet anbieten. Wenn ihr noch ein Gebet wollt, dann könnt ihr dann gleich noch Gebet bekommen. Habt noch einen schönen Sonntag. Genießt noch die Bar. Gibt es, habe ich was vergessen? Nee. Kinder bitte abholen, genau, dann gleich noch. Danke auch fürs Zuschauen über Livestream. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal.